Hallo zusammen, mein Name ist Anja von La Bavarese und hier auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles rund ums Nähen. Neben den Videoanleitungen zu meinen Schnitten gibt es hier auch immer wieder mal Videos mit Tipps und Tricks allgemein zum Nähen und zur Verarbeitung. Heute dreht sich alles um die kleinen unsichtbaren Helfer, die einem Kleidungsstück oftmals erst den letzten Schliff verleihen, zumindest was Form und Verarbeitung betrifft, nämlich die Bügeleinlage. Im heutigen Video möchte ich dir jetzt gern einen Tipp geben, wie dir in Zukunft der Zuschnitt deiner Bügeleinlage in jedem Fall erleichtert wird. Bei Kleidung wird vor allem oft eine Einlage verwendet, um gewisse Kleinteile wie zum Beispiel Belege, Manschetten, Kragen oder Knopfleisten zu verstärken. Durch die Einlage erhalten die Kleinteile vor allem erstmal natürlich viel mehr Stand und sie beulen auch mit der Zeit eben weniger aus und behalten auch somit länger ihre Form, was ja vor allem eben bei so Kleinteilen wie vor allem schönen Krägen enorm wichtig ist. An Knopfleisten oder Tascheneingriffen zum Beispiel sorgt die Einlage dafür, dass dein Stoff eben nicht ausfranst oder sogar einreißt, vor allem an Knopfleisten, wenn du zum Beispiel dann auch Knopflöcher eben nähen möchtest. Es gibt natürlich unzählig verschiedene Einlagen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Viele Einlagen sind direkt zum Aufbügeln, aber es gibt natürlich auch Einlagen, die eingenäht werden müssen. Die Einlagen an sich, das wäre eigentlich auch mal wieder noch ein komplett neues Video, ein komplettes Thema für sich. Gib mir da gerne mal in den Kommentaren Bescheid, wenn ihr daran Interesse haben solltet. Meine persönliche Standardeinlage für leicht Blusen, wenn ich zum Beispiel da einen Kragen nähen möchte oder da Belege habe, für zum Beispiel eine leichte Baumwolle oder Viskose, ist eigentlich die Bügeleinlage A180. Mit der könnt ihr eigentlich relativ wenig falsch machen. Wenn ich jetzt sehr feine Stoffe habe, wie zum Beispiel eine Seide oder ein Chiffon, dann verwende ich auch gerne eine sehr dünne Gewebeeinlage, wie zum Beispiel die G785. Da ist das Gute, dass es die neben Schwarz und Weiß auch noch in Hautfarben gibt, was eben vor allem für weiße Stoffe oder leicht durchscheinende Stoffe ideal ist, weil sich dadurch natürlich auch der Farbton des Stoffes dann nicht durch die Einlage noch verändert. Beim Aufbügeln der Einlage ist es auf jeden Fall enorm wichtig, dass ihr euch an die Angaben des Herstellers haltet. Also eigentlich steht auf jeder Einlage nochmal am Rand drauf, wie diese aufzubringen ist. Und es ist auch wichtig, vor allem, dass ihr Einlagen nicht zu heiß aufbügelt, sonst kann sich das Ganze nämlich ganz schnell verziehen oder auch es kann etwas schmelzen. Und es ist auch wichtig, dass ihr nicht so hin und her bügelt bei den Einlagen, sondern dass ihr schön mit Druck arbeitet und dann eben Stück für Stück die Einlage auf dem Stoff aufbügelt. Außerdem solltest du beim Aufbügeln der Einlage darauf achten, dass dein Stoff natürlich dementsprechend auch vorher schon ordentlich gebügelt wurde und nicht, dass du aus Versehen noch irgendwelche Falten mit einbügelst. Denn wenn die Einlage einmal drauf ist und fixiert ist, inklusive der Falten, wirst du die wahrscheinlich nicht mehr rausbekommen. Es ist außerdem wichtig, dass du dir dabei wirklich Zeit lässt beim Aufbügeln der Einlage und je nach Stoff und je nach Einlage kann es manchmal auch von Vorteil sein, wenn du zum Beispiel ein Baumwolltuch dazwischen legst. Du solltest außerdem bitte immer vorher eine Bügelprobe auf deinem Stoff machen. Das heißt, schneide dir ein kleines Eckchen von deinem Stoff heraus und bügel da einmal deine Einlage auf. Einmal um zu checken, ob sich die Einlage mit dem Stoff sozusagen verträgt, beziehungsweise ob deine Bügeleinstellungen und alles korrekt sind. Und natürlich kannst du durch so eine Bügelprobe auch mal direkt abchecken, wie die Einlage sich dann auch wirklich auf deinem Stoff verhält und ob dir der Look, der dann dadurch erzeugt wird oder der Fall durch die Einlage eben auch gefällt und für dein Nähprojekt eben passt. Wichtig ist dann auch, bevor du dann mit dem Nähen startest, beziehungsweise dein Schnittteil zuschneidest, dazu kommen wir auch gleich, warum wir eben erst die Einlage aufbügeln. Du solltest auf jeden Fall das Ganze immer erst einmal mindestens 30 Minuten auskühlen lassen, damit sich die Einlage und der Stoff eben alle schön verbinden können und schön setzen können. Und generell, wenn du komplette Teile fixierst, Schnittteile, würde ich wahrscheinlich auch so eine Stunde warten. Oder du machst es abends und nähst dann eben am nächsten Tag weiter, dann hat das Ganze auf jeden Fall über Nacht einmal ordentlich ausgekühlt. Jetzt kommen wir aber mal zu meinem Tipp, wie du eigentlich deine Einlage immer zuschneiden solltest. Es ist jetzt auch nicht mein Tipp, also es ist ein Standard-Tipp, aber ich bekomme immer öfters mit, dass viele von euch den eben nicht kennen, beziehungsweise das Zuschneiden der Einlage eben anders machen. Jeder, der schon mal Einlage auf Kleinteile angebracht hat, hat bestimmt schon mal mitbekommen, wie friemlich das Ganze sein kann, dass man es nie schafft, die Einlage genau so zuzuschneiden, wie das Kleinteil eben ist und dass man sich am Ende auch den ganzen Bügelbrettbezug auch
auch noch mit versaut, weil man dann eben überall diese Klebereste von der Einlage hat, da eben die Einlage meistens nie exakt auf das Schnittteil passt, das man schon zugeschnitten hat. Durch das Aufbügeln der Einlage im Nachgang auf die Schnittteile können sich auch schnell mal deine Schnittteile verziehen, gerade in Rundungen, denn die nicht dehnbare Webware ist nämlich dennoch im 45 Grad Winkel leicht dehnbar. Probier das gerne mal an dem Stoffstück aus, und gerade wenn du natürlich Rundungen hast oder schräge Kanten, haben wir ja oftmals teils diesen 45 Grad Winkel, und dadurch wird die Webware dann eben auch leicht dehnbar, kann sich schnell verziehen, und wenn du natürlich im Nachgang jetzt die Einlage aufbügelst auf dieses zugeschnittene Teil mit Rundung, kann es eben ganz schnell passieren, dass sich am Ende dein Beleg, sage ich mal, völlig verzieht und dann eben nicht mehr genau auf deinen Halsschnitt passt oder dann eben auch sich so verzogen hat, dass er am Ende auch nicht mehr schön in deinem Halsausschnitt anliegt und sich eben nach außen wölbt oder auch auf der linken Seite eben unschöne Falten plötzlich wirft. Das kannst du aber alles vermeiden, und zwar ganz einfach mit einem sogenannten Grobschnitt. Grobschnitt heißt, du platzierst einmal deine Schnittteile, die mit Einlage versehen werden sollen, einmal grob auf deinem Stoff, schaust ungefähr, wie viel Platz du dafür brauchst. Dann schneidest du deinen Stoff eben einmal grob aus, in einem Rechteck natürlich dann meistens. Und dann kannst du ganz einfach deine gewünschte Einlage auch in diesem Rechteck zuschneiden und dann im ersten Step erstmal direkt die Einlage grob auf deinem Stoff eben aufbügeln, nachdem dein Stoff sozusagen grob zugeschnitten wurde. Neben den eben schon genannten Gründen, warum das Ganze sinnvoll ist, gibt es auch noch einen anderen. Und das wirst du vielleicht merken, vor allem bei langen Schnittteilen, wenn du zum Beispiel einen Beleg vorne an einem Blazer hast, der etwas länger ist, oder an einem langen Mantel oder vielleicht auch bei einem Kleid. Und zwar kann durch das Aufbügeln der Einlage der Stoff sich manchmal auch noch etwas zusammenziehen. Und gerade wenn du jetzt eine längere Strecke hast, ich habe das auch mal getestet, da war plötzlich wirklich der Beleg um fast einen Zentimeter kürzer, natürlich auch wieder je nach Stoff und Einlage, aber dem Ganzen umgehst du halt auch, wenn du bereits vorher die Einlage aufbügelst und eben dann erst zuschneidest. Ja, und wie ich es jetzt auch eben schon erwähnt habe, nach dem Grobschnitt kommt dann unser Feinschnitt. Das heißt, du hast jetzt schon mal deine Einlage auf dein grobes, zugeschnittenes Stoffteil aufgebügelt, kannst jetzt ganz einfach deine Kleinteile auflegen oder zum Beispiel deine Belege oder was du halt eben mit Einlage versehen möchtest und schneidest dann direkt deine Schnittteile mit der Einlage zu. Vorteil ist eben, wie schon erwähnt, es wird sich nichts mehr verziehen an deinen Schnittteilen. Die Schnittteile sind jetzt auf jeden Fall total exakt zugeschnitten und vor allem bleibt dein Bügelbrett und dein Bügelbrettbezug auf jeden Fall auch länger sauber. Ich hoffe jetzt, dass ich euch mit diesem kleinen Tipp weiterhelfen konnte und euch in Zukunft das Aufbügeln der Einlage extrem erleichtert wird. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr eure Schnittteile mit Einlage schon immer so zugeschnitten habt oder ob ihr immer Stoff und Einlage separat zugeschnitten habt und dann immer irgendwie geschaut habt, dass das Ganze noch irgendwie aufeinander passt. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und lasst mir auch gerne ein Abo da, denn dann verpasst ihr auf jeden Fall keine weiteren Videos mehr.